Hallo, läuft alles? Test 1, 2, 3, Test? Ich glaube ja. Hab ja nun schon ewig nicht mehr gespielt. Es ist ein Quartal vorbei und es wird wieder Zeit, eine Folge zu spielen. Ja, wie man sieht, ich stehe immer noch auf dem Kackstift, den wir da mal übergelassen haben letztes Mal, als ich den See gebaut habe. Ja, den See gebaut habe. Es hat sich hier auch nichts verändert und es wird erstmal Zeit, hier runter zu gehen und ja, ein bisschen Zeug wegzubringen wahrscheinlich und dann mal zu schauen, was passiert. Wir haben ja noch so viel vor. Das wird sich wohl noch über Jahre hinwegziehen, wenn der Intervall, in dem Folgen veröffentlicht werden, so weiterläuft. Tut mir leid, kommt nicht wieder vor. Ja, oder so ähnlich. Schauen wir mal, ne? Ja. Ach, scheiße. Ich habe vergessen, das zu tun, was ich immer tue. Egal. Da müssen wir jetzt durch. Ich denke mal, für eine Folge geht das. Nächstes Mal haben wir dann wieder das Normale, sag ich mal. Ohne, ja, den Scheiß hier. Das passt schon. Hopp, ein Ei. Gut. Dann bringen wir erstmal ein bisschen Erde weg, glaube ich mal. Jo, Erde. Ackerbau. Bergbau. Fenster ist auf, also nicht wundern, wenn es ab und an mal ein bisschen laut ist. An der Hauptstraße ist es halt immer ein bisschen laut. Läuft es wirklich? Ja. Okay. Okay. So. Hier, da kann man Erde reintun. So, Erde weg. Sand hatten wir doch hier auch irgendwo gehabt, ne? Lehm, Erde, Kies, Stein, Möbel, Kobbel, Mese, Bergbau, Ackerbau. Sand und Glas, hier haben wir Sand. Zack, zack. So, Ökokram. Da kommt hier der ganze Ökoscheiß rein. So, so, so. So, 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 so. Gut. Mese, Mese, Ackerbau. Habe ich nichts. Bergbau. Da habe ich was. Kohle kommt hier mal zusammen. So. Gravel kommt hier in die Kieskiste mit dazu. So. Ein Zaun. Hatten wir nicht Holzzeug gehabt? Ich muss mich erstmal wieder orientieren hier. Nee, Holzzeug hatten wir gehabt. Ja, kommt der Zaun mit dazu. Das Schild kommt da mit rein. Die Stöcker, die behalte ich mal. Die Fackeln behalte ich. Den Hammer, den brauche ich wahrscheinlich auch noch mal irgendwann. Wobei es da wahrscheinlich bald einen anderen Hammer geben wird. Aber dazu später mehr. Also nächstes Quartal, wenn die nächste Folge kommt. Oder so. Das hier sieht halt noch extrem scheiße aus. Da müssen wir nicht drüber reden. Das soll so nicht bleiben. Und warum ruckelt das jetzt gerade? Ich habe eine Vermutung, warum es ruckelt. Ich habe ein wenig rumgespielt mal, um zu gucken, wie das aussieht mit der Sichtweite. Und ich glaube, der lädt halt immer weiter jetzt. Vielleicht eine kürzere Folge machen? Ich glaube, nee, wisst ihr was, wir machen das anders. Ich guck mal, dass ich das eben einmal einfach einstelle, dass das nicht mehr so ruckelt und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder da. Es sollte jetzt ein bisschen besser laufen. Das ist auch wieder in Ordnung. Jetzt braucht natürlich die Welt wieder ein kleines bisschen, bis sie wieder da ist. Ich muss da nochmal ein bisschen rumgucken. Weil eigentlich wollte ich ganz gerne ein bisschen höhere Sichtweite haben. Das hat aber nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und naja, die Einstellungen waren halt noch, wie sie waren. Und von daher hat es halt jetzt wohl gerade angefangen zu ruckeln und zu laggen wie sonst was. Jetzt müssten wir eigentlich wieder relativ stabil sein. 60 FPS, egal wo man hinguckt. Joa, kommt hin. So. Wir waren dabei, irgendwas zu machen. Ich hab's schon wieder vergessen. Wir könnten eigentlich mal gucken. Lass mal so ein bisschen überlegen, was man hier eigentlich noch machen könnte.
Aber wir müssen da mehrere Sachen machen. Wir müssen hier gucken, dass wir na, hier diesen Klippenwanderweg hier einmal irgendwie rumziehen. Allerdings muss hier auch idealerweise natürlich im selben Stil das Ganze sauber abgeschlossen werden, dass hier nicht so ein komischer Überhang ist. Und ich denke, machen wir das jetzt oder machen wir das später? Ja, gucken wir mal. Dann muss hier... Da unten weiß ich, da muss noch weitergebaut werden. Hier muss auch weitergebaut werden. Ja, wir wollen ja hier auch irgendwie dann hier auf den kleinen Vorplatz kommen. Und hier könnte das eigentlich so bleiben. Ich glaube, das ist okay. Das ist nicht weiter tragisch. Hui! Ja. Nur, Moment. Ja, man sieht den Boden so ein bisschen. Das haut doch auch noch nicht hin. Jetzt muss ich ganz kurz mal gucken, ob's. Dann hat das wahrscheinlich deswegen geleckt. Das ist dann so, wenn man 100.000 Millionen Tests ausführt. Moment, bin gleich wieder da. Und zurück. Alle guten Dinge sind drei. Ich hoffe, ja, das ist wieder ordentlich. Ich glaube, ich habe mir jetzt die ganze Welt erstmal schön mit Metadaten in allen Nodes versaut. Ein Eintrag pro Node. Ich hoffe, das... Ach, der ging ja nicht. Ich hoffe, da stört nicht allzu viel. Naja, egal. Also, ich hoffe, jetzt läuft alles, wie es laufen soll. Also, wie gesagt, hier unten muss repariert werden, beziehungsweise fertig gebaut werden. Das heißt, hier muss zu und ich bin am überlegen, ob man da vielleicht irgendwie nochmal so ein bisschen designmäßig was ändern kann. Das ist halt alles einfach nur Wand aktuell. Müssen wir mal gucken. Erstmal. Ja. Einmal Erde, danke. Erstmal gucken wir mal, ob wir irgendwo noch Material haben, das wir für irgendwas verwenden können. Ah, hier war der ganze Futterzeug, ne? Moment, holen wir mal hier aus der Ökokramkiste das Futterzeug raus. So, das kann man alles verspeisen. Ach komm, das kann drin bleiben, scheißegal. Das Ei tun wir hier mal dazu, den Apfel nehmen wir mal mit. Und ein wenig Kohle. Ein wenig Kohle nehmen wir auch wieder mit hoch. Dann nehmen wir mit hoch. Da haben wir noch ein paar von. Das ist gut. Nö, die brauchen wir nicht. Beziehungsweise eigentlich brauchen wir sie schon, aber ich lasse sie einfach mal drin. Möbel. Cobblestone. Hier wollte ich hin, an die Kiste. Ach, es wird wieder richtig spannend. So, war nämlich hier mal schön. Zack, zack. Ach, das ist Holzkohle, okay. So. Futter. 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 Der Apfel bleibt da. Das muss noch gebraten werden. Die Tomate kann man auch so essen. Das muss auch noch gebraten werden. Das passt soweit, das passt soweit. So. Und es wird schon wieder Abend. Das heißt, ehrlich, müssten wir hier noch eine Abzweigung nach oben machen, um dann irgendwie an diesen See dran zu kommen, ne? Ah, was hatten wir alles für Pläne gehabt hier? Unglaublich. Die Quelle muss hier auch noch hin, diese sprudelnde. Ach, es wird Abend. Huiuiui. Da hinten der schwebende Baum immer noch. Tastenkombination. Na egal. Da hinten und da unten und da und da und da. Klippen wir an der Weg. Da längs. Aber nicht im Dunkeln.
Eigentlich warte ich nur, dass da das Zeug zu Ende brennt. Bei Gelegenheit können wir vielleicht hier trotzdem noch mal kurz ein bisschen Kartoffelernte betreiben. Ja. Ja, und sonst so? Ja. Ja, ich hatte jetzt ganze Zeit lang irgendwie keine richtige Motivation, keine richtige Lust mehr aufzunehmen. Jetzt dachte ich mir, wird es eigentlich mal wieder langsam Zeit. Ja, jetzt hier auch schön auf den Sonntagnachmittag ein bisschen meinen Test aufnehmen. Mal gucken, ne, wie da reinkommen. Vielleicht kommt ja tatsächlich mal ein bisschen regelmäßiger jetzt was. Das wäre ganz schön. Weil so ist halt irgendwie nicht. Es ist halt einfach nur so, so lala. Oh, da fällt mir gerade auf, ich sollte vielleicht kurz mal meine externen Boxen ausmachen, dass es da kein Echo gibt. Wobei ich zu bezweifeln wage, dass es ein Echo geben wird, aber man muss sich ja nicht drauf ankommen lassen. Aber eigentlich kann man es doch schon mal drauf ankommen lassen, oder? Hallo, hallo? Hallo? Test, test, test. Irgendwas machen hier, ne? Ach, guck an, ein Monster. So, externe Boxen wieder ausmachen. So, es wird eh gleich hell, also von daher, Moment, ich muss kurz mal das Fenster ein Stückchen hier rüber verschieben. So, so. Seht ihr jetzt gerade nichts? So, oh, habt da ganz kurz ein bisschen was flackern sehen, vermutlich, oder es war nur im in dem Overlay, Overlay, in der Vorschau. Stirbst du jetzt dann? Ist noch nicht hell genug gewesen. Gut. So. Haben wir da auch rumgespielt. Da oben. Da gehen wir jetzt wieder rein und gucken mal. Jetzt ist es ja wieder Tag. Nun können wir hier eigentlich auch gleich mal weiterbauen. Was ich bräuchte, wäre eventuell nochmal ganz geil irgendwie ein Bodenumgrabewerkzeug. Ein Gerät. ja, nee, nicht Ackerbau, was mache ich denn? Bergbau war schon richtig. Lead, Silver, Kupfer. Machen wir eine Kupferschaufel? Ich glaube, das ging gar nicht, ne? Kupferschaufeln? Nee. Nee. Machen wir eine Steinschaufel. Scheißegal. Geht ums Prinzip. So, ups. Ja, der ist auch gleich durch. Wir müssen hier nämlich irgendwie nochmal rumkommen. So. Also, Vorplatz. Vorplatz sowieso alles. Da, alles. Und hier. Machen wir hier dann. Kann man das anbieten, ja, ne? Ich glaube schon. Die Frage, wo wir hier anfangen. Da, oder? Ja, ich glaube. Oh. Jetzt muss er aber ganz schnell, ganz kurz hier mal eben ein bisschen Cobblestone retten. Wir brauchen da noch was für die Begrenzung. Und für Kies und so. Ja, ist das Problem, wenn man dann so 100.000 Sachen gleichzeitig macht. So, hier können wir eigentlich gerade gehen. Hier vielleicht ein größer. Ja. So. Dann einmal wegholen. Lalalala. So, hier machen wir dann auch überall schön gleichmäßig Kies dann runter. So. Kies haben wir, glaube ich, noch in der. Ups, da ist die Schaufel auch schon hin. Hat total geholfen. Kies haben wir, glaube ich, auch noch in der Kiste. Können wir dann gleich mal schauen. So.
Es wird. Es wird langsam, aber es wird. Ach, Beleuchtung, da müssen wir nochmal gucken, wo wir das am schönsten machen. Oder wie das am sinnvollsten wäre tatsächlich. Ja, aber vielleicht irgendwie so straßenlaternenmäßig irgendwas. Ich habe nicht schon mal drüber nachgedacht, irgendwie sowas zu bauen, so Straßenlaterne oder sowas. Das wäre sonst vielleicht auch eine Idee für einen interessanten Mod. Aber das müssten wir mal schauen. So. Da kommt jetzt einmal Umrandung drumrum. Und zwar fangen wir hier mit der Umrandung an. So. Machen wir das hier schon oder machen wir hier außenrum? Ich glaube, außenrum wäre sogar noch ein bisschen geiler, ne? Das heißt hier. Ah, ich glaube, das ist besser. 1, 2, 3. Und hier. Und hier und hier und hier. Oh, ein bisschen mehr Platz hier. So. Ja, hier ist natürlich extrem sinnvoll. Vielleicht können wir doch hier irgendwie einen Weg runterführen lassen, dass der dann nicht hier längs geht, sondern dass der hier runter geht, der Weg, und dann hier irgendwie rum. Und hier runter eventuell. Ist das nicht sowieso meine Abbauhöhle? Ja, ne? Ja. Genau, dann haben wir nämlich hier schönen Weg irgendwie runter zu dieser Abbauhöhle. Ich glaube, das passt dann soweit auch ganz gut. Rest müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So, erstmal machen wir hier jetzt. So, so, so. Ah, ich glaube so. So. Und hier dann runter, weiter. Ich meine, wir haben doch jetzt Erde dabei. Das heißt, wir können hier gleich mal so ein bisschen ausschmücken, das Ganze. Wenn schon, denn schon, oder? So, hier, komm, gib ihm ins Volle. Hier rein, da rein, da rein. Hier geht's zurück. So. 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 So, 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 so. Da, da, da. Der muss sich ja auch lohnen, ne? So, dann haben wir nämlich hier wunderbar schon mal ein bisschen geterraformt. Oh, da ist die Tomate weg. Ich sehe schon, das wird wieder die erste Folge nach 100.000 Jahren und wir schaffen kaum was. Aber jetzt scheint es eigentlich wieder so zu laufen, wie es laufen soll. Hoffe ich zumindest. Ja, 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 das passt so. Und hier vielleicht noch einen rausgehen, so. Hier noch. Ja, ist halt eine relativ steile Klippe, aber ich glaube, das ist okay. Ja, dann, ein bisschen Kobbel haben wir noch. Kann ich hier kurz noch eben ordentlich machen. So. Oder? Dann ist es so ein bisschen offener, ne? Das ist, glaube ich, gar nicht so eine blöde Idee. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wir machen sie erstmal zu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oder so ähnlich. 1, 2, 3, egal. So. Ups, da ist der Kobbel dann auch schon weg. War vielleicht ein bisschen blöd, jetzt alles zu brennen und dann das hier schon anzufangen, weil hier fehlt nämlich auch noch irgendwie einer.
Den machen wir nach außen. So. Ansonsten, ja. Kurz mal runter und machen wir im Zeitraffer, oder? Ein bisschen Cobblestone holen. Zumindest so lange, bis die Hacke hier weg ist. Und dann bauen wir dann gleich oben zu Ende. Bis gleich. So, und das war's. Dann geht's wieder ab nach Hause. Und dann machen wir weiter. So, hier, zack, zumachen. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. hier wollten wir außen machen. Nur so. Da, da. Da, da, da. Ich glaube, wir machen erst einmal hier außen rum. Legen wir das mal kurz zusammen. So. Hm. Hm. So, damit klar ist, wo außen ist und wo innen ist. Ich könnte mir das natürlich auch merken, aber wahrscheinlich könnte ich mir das nicht merken. Gut, dann, wie gesagt, hier einmal zumachen und es wird schon wieder Nacht. Ich glaube, ich muss mal einstellen, dass die Tage länger sind. Upsa, dann war's das mit dem Cobblestone. Fertig geworden sind wir leider nicht. Das ist schade. Aber so ist es wohl. So. Pam, 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 pam. Es wird wieder recht dunkel. Ihr seht wahrscheinlich gleich wieder nicht so viel. So. Ich glaube, ja, das kann man so lassen hier. Das ist erst so ein bisschen unsymmetrisch hier, aber... Weil hier steht ja auch die Säge. Eventuell kann man vielleicht noch was anderes dazu stellen. Da müssen wir mal schauen. Dann stellen wir erstmal ein paar Fackeln hin hier einfach so, dass es einfach ein bisschen heller ist, dass man was sehen kann. So. Ups. Die müssen wir natürlich alle nochmal irgendwann wieder ordentlich machen. Ich habe die, glaube ich, irgendwann alle schon mal weggeholt, ne? Genau deswegen, damit wir das irgendwann mal ordentlich machen können. Aber hier sieht man ja irgendwie gar nichts mehr. So. Jetzt kann man wieder was sehen hier. Das ist doch schön. Gut. Hier können wir eigentlich ganz kurz mal... Das sieht so ein bisschen komisch aus hier irgendwie. Obwohl. So. Gut, dann haben wir das ein bisschen zugebaut hier. Das ist in Ordnung so. Und, ja. Sind wir eigentlich schon wieder durch, ne? Fast so mehr oder weniger. Wir können hier nochmal kurz schauen. Hier war ja noch was. Da machen wir auf jeden Fall erstmal schön Steinchen draus. Und irgendwo raunzt mir da schon wieder irgendein Viech was ins Ohr. Ich höre das ganz deutlich. Wo ist es? Da ist es. Hallo Viech. Pam. So. Nom 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 nom. Nom 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 nom. So. Okay, hier ist auch noch recht finster. Hier kurz mal so ein bisschen, dass so dieser obere Bereich ein bisschen besser sichtbar ist. Auch so, passt eigentlich schon. Hier ist ja unsere Baustelle aktuell. Beziehungsweise da hinten ist unsere Baustelle aktuell, aber der Mond, der ist ja nur auch gleich schon wieder weg. Da wird es schon wieder hell. So. Kann man nämlich schon mal gucken, dass wir da so ein bisschen so die Umrandung dieses Wegs machen. Wir können natürlich auch gucken, dass wir das erstmal hier hinten fertig machen. Ich glaube, das Loch da hinten unten, das machen wir erstmal zu. Dann hat sich das nämlich schon mal erledigt fürs Erste. Da kann man dann immer noch mal schauen, wie wir das dann... Hoppala, wie wir das dann schön machen. Ich habe natürlich jetzt kein Werkzeug dabei, um dieses Ding wegzuholen. Das ist sehr gut. Hm. So. Zack, zack. Ja, der Böbel hier
Wenn ich das nächste Mal dran denke, mache ich ihn wieder weg. So, dann wollen wir hier nämlich mal schauen. Ich brauche aber sowieso noch wieder ein paar Böbel. Der Klippenwanderweg. Das würde hier relativ eng werden. Na, ich meine, so ohne Hacke ist nichts Ganzes. Ich glaube, wir gehen noch mal kurz ein bisschen was holen. Ich habe hier auch ein bisschen noch was dabei. Moment, ich habe doch hier... Ich habe doch ein wenig was erhalten, aber das reicht leider nicht für eine Hacke. Schade. Also doch, Kobbel. Zack. So, komm mal mit hier. Brauche ich sowieso irgendwann noch. Upsa. So. Dann haben wir nämlich alles, was wir brauchen. Gut, dann schauen wir uns doch mal den Weg an hier. Den schönen. Moment. Bei der Gelegenheit machen wir hier eben kurz noch zu. Wir haben ja nun doch alles irgendwie, aber... Ich überlege gerade, warum war ich eigentlich gerade Cobblestone holen? Wenn die ganze Kiste ist voller Cobblestone. Ich hätte einfach nur hingehen müssen und mir welchen rausnehmen müssen. Da seht ihr, wie gut ich meine Welt kenne. So. Zack. Das war das. Wir können da mal hier von oben gucken. Ja. Vorplatz, ne? Ja, also hier muss nochmal geschaut werden, dass wir das nochmal ein bisschen schöner machen. Vielleicht auch ein Sofa rein. Gut, dann... Hier bin ich auch direkt an der Wand, das heißt, da kann ich eigentlich auch direkt an die Wand. Ich muss nur irgendwie sauber um die Ecke kommen. Machen das hier erstmal weg. Gucken wir mal. Ich wollte nämlich schon irgendwie relativ dicht an der Wand links. Kann er hier eigentlich... Mal. Den die Seite hier, die... ist dann hier quasi die Wand, dann kommt hier der Kies und auf der Seite kommt dann die Abgrenzung. Wobei ich da überlege, ob ich da eventuell mir mal was ausdenke, dass wir das vernünftig abgrenzen. Diesen komischen... Wie ging die? Mit den kleinen war das. Mit den kleinen Querstreben, die ich hier auch, glaube ich, für die Treppen benutzt habe, oder? Ja. Wobei die eventuell Stückchen zu niedrig sind, aber wir haben auch eine Säge. Eventuell kann man da noch was machen, aber dass das halt ein schmaler Weg wird. Na, so. So. Hoppsa. So. So. Ach, Mann. Ist gut. So. Ja. Schön an der Wand links. So. Hier kann man eigentlich auch. Ich wollte doch eigentlich auch irgendwie so rauf und runter und sowas noch machen, weil hier. Ups. Hier irgendwas war, von wegen, dass man hier hoch kann, ne? Hier, genau. Wobei wir hier eigentlich auch eine Brücke machen können, einfach nur. Von da nach darüber. Dann lassen wir das da so, wie das ist. Vielleicht kann man hier auch noch. Wo ist denn der See? Ach, da ist der See. Ups. Vielleicht kann man hier auch noch irgendwie wasserfallmäßig irgendwas runterlaufen lassen. Ja, aber erstmal gucken wir, dass wir uns hier langsam an der Klippe entlang schlängeln. Ja, muss natürlich von unten alles noch befestigt werden, dass man da dann auch, dass wir dann hier auch wirklich Kies haben. Ach. War schon ein bisschen hoch, oder? Eventuell kann man hier ein bisschen runtergehen.
Hier haben wir eh so eine lange gerade Fläche, hier können wir ein bisschen runter. Das heißt, da kommen dann Kiesstufen rein. Und Kiesstufen habe ich doch bestimmt noch in der Möbelkiste, oder? Schau mal. Möbel hier. Ja, guck mal hier, genau zwei Kiesstufen, das reicht natürlich nicht. Ich mache mir aber nochmal welche, wenn ich Kies finde. Moment, Kies. Die Rezepte habe ich nun natürlich nicht alle im Kopf. Das heißt, Stairs and Slabs und ne, die normalen. Links, Mitte und schräg drüber. Okay. Links, Mitte und. Na gut, schräg ist es nicht. Aber da machen wir gleich mal irgendwie ein paar von. Ist ja nicht so, dass wir Kies irgendwie wirklich Sorgen hätten, dass da irgendwas verloren gehen würde, weil wir ja jederzeit aus Cobblestone einfach schönen neuen Kies machen können. Und da ich das ein oder andere Mal sowieso nochmal Treppen benötige, machen wir hier einfach mal schön das komplette Set einmal voll. Vor allem kann ich die Crafting Edition dann auch wieder wegpacken. Upsa, ne, hier wollte ich nehmen. So, zack. Und zack. Und wieder weg damit. Möbel, Möbel, Möbel. Crafting Edition wieder rein. Warum sieht die alle so verzerrt aus hier unten? Ich weiß es nicht. Ist eh nicht so geil. Kann vielleicht nochmal schöner machen irgendwann. Aber fürs Erste geht das wohl so. Ah, die fallen nicht, ne? Genau. Häppchen Essen dabei. So. Oh. Oh. Jucki, jucki, jucki. Ach so. Ja. So, dann geht's hier nämlich einmal Stufe abwärts. Und dann geht es nochmal Stufe abwärts. Und dann geht es aber geradeaus weiter, würde ich sagen. Einmal, den brauchen wir im Moment nicht. So. Ja, dann. Genau, dann geht das hier nämlich schön. Vielleicht ein bisschen. Moment, ich gucke mal eben ganz kurz nach. Würde eine Brücke da überhaupt noch Sinn ergeben bei der Höhe? Ja, ne? Na, wir gehen mal einen höher davon. Moment, so geht's schneller. Wir machen mal nur eine Stufe runter. So, und performancemäßig läuft es jetzt auch wieder. Dieses komische Metadatengeraffel, damit die Nodes hier schön irgendwie. Ja, random gedreht werden. Ich glaube, das war das Problem mit der Performance. Ich werde vielleicht mal schauen, nächste Folge oder so, dass ich das wieder hochstelle mit der Sichtweite, dass man da noch mehr sehen kann. Aber erstmal lassen wir es jetzt so. Ich glaube, jetzt haben wir oft genug neu gestartet. Das muss reichen. So. Zack. 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 Oh, der wird aber hier sehr. Mhm. Ja. Oh, oh. Aua. Aua, ich blute Hutpflaster. So. Ja. Gucken wir mal ganz kurz hier, wie das denn hier läuft. Hier müsste noch einer rein, oder? Lalala, lauf, 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 lauf. Ja, passt so. So, so passt. Ne, hier ist zu viel. Irgendwas ist hier zu viel.
Das hier ist zu viel, ne? Ja, guck mal, so ist doch fein hier. Also, da geht's dann geradeaus weiter. Wie weit müssen wir denn hier so müssen wir, ne? Ne, so. Ja, so müssen wir. Irgendwie sieht das total merkwürdig aus, aber das... Ist das echt nur einer immer? Das ist immer nur einer, ne? Ja. Einer, hier ist ein bisschen breiter, hier ist einer, hier ist einer. Ja. Und es wird schon wieder Nacht. Hier ist auch nur einer. Das ist echt immer nur einer. Das sieht so extrem schmal aus. Dann machen wir hier noch einen hin, oder? Müssen wir den dann wieder wegmachen? Ach, komm. Na gut, das ist der Kies. Da kommt dann noch die Außenbegrenzung drumrum. Aber hier ist auch nur einer. Hier ist nur einer. Hier ist dunkel. So, hier ist einer. Hier ist einer. Hier ist einer. Und danach sind immer zwei, ne? Genau, hier sind zwei, da ist einer. Da sind zwei, da ist einer. Da sind zwei, da ist Weg. Hier ist da, zwei, eins, zwei. Eins, zwei. Nö, passt. So, dann passt das so. Oh Gott, ich sehe irgendwie gar nichts. Weil dunkel und so. Licht. So. Muss auch sehen, wo ich hinbaue. Da drüben übrigens muss ich auch hin. Ja. Ja. So. Nun kann man wieder was sehen hier. Zum Glück ist die Nacht nur 2 Minuten lang. Da müsste hier eigentlich schon direkt die Brücke anfangen, oder? Weil sonst wäre es echt ein bisschen komisch. Also hier schon, dann ist hier Ende. Genau, dann machen wir hier Brücke. Da machen wir Brücke. Und von unten muss auch nochmal überall einmal abgedeckt werden. Weil... Genau. Hier erstmal... So. Ja, man sieht natürlich nichts und wieder nichts. Das soll nachher natürlich alles dann irgendwie, alles nachher irgendwie dunkel bleiben. Ach, da muss ich gar nicht mehr hin, okay. Das ist nur hier die Ecke, die so schwierig zu erreichen ist. Ah, gucken wir mal. Hier liegt aber eine Menge Zeug rum. Nehmen wir alles mit. Können wir alles gut gebrauchen. Ups. So. Haben wir gleich kein Koppel mehr, ne? Zumindest nicht dabei, weil in der Kiste haben wir ja noch unendlich. Wieso mache ich sowas? Upsa. So. Hier hilft uns auch nicht viel weiter, aber das ist zumindest... So, zumindest die Lücken sind dann zu. So, auf nach Hause, Cobblestone holen. Juppa. So, nehmen wir hier gleich mal ein bisschen mehr mit. Kann man immer mal gebrauchen. Ja, in der Zeit hätte ich auch hochlaufen können. Gut, dann. Ja, hier müssen wir schauen, hier müssen wir gleich irgendwie um die Ecke kommen. Das kann man eigentlich schon mal wegmachen. Das Erinnerungsschildchen. So. So. Ja, komm, der Ordnung halber. So.
Ups. Da ist ein Rumgekletter hier, das kann man auch schon wieder wegmachen. So, da und 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 da. Und hier und da und da und da. Da, da, da. So, damit sollte jetzt hier alles, ja, zweilagig sein. Nun kommt der unzerstörbare Hammer zum Einsatz. So. Block, 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 block. Machen wir nämlich schön einmal den Weg. Ja, so. Schon haben wir hier schön unseren noch nicht ganz fertigen Weg. Und ja, da war Cobblestone schon völlig richtig. Ja, den nehmen wir auch wieder mit. Das ist unser zu und zu. Ja, hier ist die Außenumrandung. Ja. Ja, und hier ist dann eben der Brückenkopf. Da geht es dann los mit der Brücke hier rüber. Die geht dann da drüben ja, an die gegenüberliegende Seite und geht dann da einfach der Weg weiter hier vielleicht um die Bäume drumherum. Oder schauen wir mal, vielleicht kommen wir bis hinten irgendwie hin. Wir machen auf jeden Fall erstmal hier jetzt zu. Ja. Moment, die gingen irgendwie aus einer Treppe, ne? Wir brauchen nämlich... Ach ne, so ging, ja, okay. Okay, ich hab nichts gesagt. So, nein. So. Ja, wunderschön. So muss das sein. Hier haben wir zuziehen. So. So, guck mal. Hey, guck mal da. So. Schon haben wir hier einen Weg, der noch etwas gefährlich ist, weil hier halt noch so ein bisschen, ja, es runtergeht. Man wird halt ein bisschen nass werden, wenn man da runterfällt. Oder sterben. Das ist nicht schlimm. Gut, dann hier einmal irgendwie so. Machen wir das so. Ja, kann man eigentlich so direkt hier schon anfangen mit dem Weg, ne? Natürlich Erde hin. Habe ich Erde? Ich habe Erde. Dann kann man nämlich hier einmal alles mit Erde abdecken. So. Und ich habe immer noch den Hammer in der Hand. So. So. So ist fein. Und der Weg, der läuft dann einfach hier. Ja, der läuft dann da einfach einmal gegen, ne? Cobblestone. Jupp, das. Guck mal, das passt doch so. Machen wir hier auch wieder schön. Und da kommt auch jeder rein. Dann, so, da ist fertig.
Hier können wir vielleicht auch noch irgendwas hinbauen. Ne? Das ist so eine offene, freie Fläche. Vielleicht kann man einen schönen Baum pflanzen oder so. Beziehungsweise bauen. Ne? Wenn die automatisch wachsen, sehen die ja immer eher so gleichmäßig aus. Und vielleicht kann man einfach mal einen schönen Baum da irgendwie hinbauen. Aber das müssen wir dann sehen, wann wir Zeit dafür haben. So. Gucken wir mal hier um die Ecke. Zack. Ja, da ist sie hinüber. Aber wir haben ja alles da, was wir brauchen. Ah, ich wollte eigentlich auch nochmal losgehen in die Höhle und so ein bisschen ja, neues Zeug sammeln, oder? Dass wir wirklich mal wieder vernünftiges Werkzeug uns bauen können. Also mit dem Steinwerkzeug ist dauert es ja alles sehr, sehr lange. Ja. Aber das machen wir auch irgendwie nächstes Quartal oder so. So. Zack. Dam, dam, dam. Dann haben wir den Weg fertig. So. Na guck. Der Weg, der passt. Hier fängt es auch gleich an, so ein bisschen. Ja, so. Dann geht es dann hier einfach einmal alles runter. Das sieht immer noch komisch aus, wenn man hier lang läuft, aber das passt von der Logik her, weil ne, es sind immer einer gefolgt von zwei und hierfür sind auch zwei. Ah, hier sind zwei, gefolgt einer und dann zwei, einer, zwei. Zwei, einer, zwei. Dududududup. Zwei, einer, zwei. Zwei, zwei und hier in der Mitte der eine. Es sieht trotzdem komisch aus. Aber es ist egal. Der Weg ist bis auf die Abgrenzung hier, wo wir mal gucken müssen, was wir da noch Schönes hinbauen können, ist der eigentlich fertig. Man kann natürlich hier einfach sagen, wir machen hier sowas. Die gibt es auch über Eck. Gucken, ob ich es hinbekomme. So waren die. Nee, wie waren die? Das ging irgendwie, dass man die über... Nee. Nee. Ne, ist egal, man kann auch. Es gibt auf jeden Fall auch welche, die über Eck sind. Ah, dann ist das dann hier zu und die kleinen, die gibt es auch als so Einzelgnubbel. So, dann haben wir das nämlich schon mal so. Ach, ich glaube, mit den Einzelgnubbeln kommt man die dann auch die über Eck-Dinger bauen. So. Wobei das natürlich mit dem Schraubendreher gemacht werden muss, dass die ordentlich ausgerichtet werden. Reicht das als Begrenzung? Letztendlich ist es halt nur so eine optische Begrenzung. Ich glaube aber, das reicht so. Das kann man eigentlich so machen. Da müssen wir mal gucken. Da kann man dann vielleicht den hier reinsetzen, wobei der dann auch gedreht werden muss. Kann man den dann irgendwie so ausrichten? Müsste andersrum da dran. Gut, aber das ist Kleinkram, das kann man dann immer nochmal machen. Ich lasse das hier erstmal so. Dann kommen wir hier eigentlich nochmal kurz zack und zack. Da kommt so einer, da kommt so einer, da kommt so einer und hier geht er dann nochmal weiter. Ja, weil... Ah... Nee. So, Knubbel rein. Knubbel rein. Und Knubbel rein. So. Damit sind wir jetzt auch schon wieder bei 44 Minuten. Ach du Scheiße. Die Zeit mal wieder völlig vertrödelt mit irgendwelchem Rumgebastel hier. Aber doch, ganz ehrlich, so ein ganz kleines bisschen haben wir ja doch was geschafft. Eventuell kommt der Brückenkopf auch dahin. Das müssen wir mal schauen. Und da die Sonne jetzt auch schon wieder untergeht, würde ich sagen, das war's für diese Woche. Oder für dieses Quartal. Oder für dieses Halbjahr. Oder einfach, das war's jetzt bis zum nächsten Mal. Schauen wir mal, ne? Ich wünsche auf jeden Fall schöne nächste Woche und vielleicht sehen wir uns ja nächstes Wochenende schon wieder, ne? Bis dahin, tschö!